Hallöchen Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Metro. Ja, es ist wie es ist. Ich bin hier an einem merkwürdigen Ort. Wir haben einen neuen Ort entdeckt, unser Kumpane ist gefangen, wir haben unsere ganze Ausrüstung verloren und haben jetzt hier nur diese Armbrust. Und wir sind an irgendeinem Ort, wo wir potenziell eigentlich leben möchten und es hier anscheinend drei verschiedene Gruppierungen gibt, die sich irgendwie behaken. Welche die Guten oder die Bösen sind, man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat uns aus einer der Gruppierungen eine Frau in der letzten Folge geholfen. Könnte man ja vielleicht davon ausgehen, dass sie nett ist. Aber ihre Leute wiederum haben ja auch eigentlich unseren Kollegen verschleppt. Also weiß ich das nicht so 100%. Ja, wenn ihr die letzte Folge sehen wollt, weil ihr sie verpasst habt, sie ist oben in der Infokarte verlinkt. Und ansonsten würde ich sagen, wir starten. Ich muss aufpassen. Erstmal wirklich jetzt heilen. Ich hatte mich nicht geheilt, weil ich dachte, ich gehe eh drauf. Aber tatsächlich habe ich es dann doch geschafft zu überleben. Und irgendwo hier ist so ein riesiger mutierter Bär oder so. So Hayokai-mäßig von Fallout. Hayokai, Yayokai. Ach, ihr wisst, was ich meine. Hayokai eigentlich, ne? Wird das nicht Hayokai ausgeschrieben? Ausgesprochen, meine ich. Obwohl da J steht. Yaogai. Hayokai, Yaogai, Kai. Ach, Mann, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Die mutierten Bären von Fallout. Sowas in der Art habe ich hier jetzt gerade gesehen. Oh, eine alte Bushaltestelle. Man hört ihn auch die ganze Zeit. Oh oh. Oh oh. So, wir sind ja immer noch auf dem Weg zum Damm. Komme ich hier hoch? Das wäre cool. Ja, wenn hier jetzt ein Bär kommt, dann soll er doch kommen. Ich kletter einfach die Bäume hoch. Ist mir doch egal. Kann ich hier auch hochklettern? Jawohl. Ha! Komm doch! Ach du Scheiße, da hinten rennen die ja. Ne, ich glaube, das sind die Viecher, die doch vor dem Vieh wegrennen, ne? Oh oh. Oh oh. Ja, moin. Also wenn die schon weglaufen, dann gehe ich mal lieber einen Schritt höher dem Ast hoch hier. Hallo? Hallo, ist da wer? Oh, da hinten leuchtet irgendwas, da kann man hochgehen. Da gehe ich jetzt hin. Ups. Oh, ich will nicht. Das bekommt hier so eine richtig etwas gruselige Stimmung, ne? Jetzt weißt du auch, warum die alle hochgebaut haben. So machen es ja die Ureinwohnervölker auch. Ureinwohner. Alter. Kommen die mit Absicht immer, wenn ich irgendwo hochgehe? Oder ist hier ein Schlafplatz vielleicht? Das wäre jetzt ärgerlich, weil ich extra eine Heilung verwendet habe. Neue Notiz. Staubiges Tagebuch. Gut, dass wir das Lager verlassen haben. Das ist ein Leben. Gestern habe ich ein Reh geschossen, während die anderen Kaninchen jagten. Und der Lehrmeister hat mich bei der abendlichen Versammlung gelobt. Morgen werden wir die Räucherkammer fertigstellen. Also müssen wir diesen Winter definitiv nicht hungern. Und nächsten Sommer werden wir nachsehen, wie es um die Stadt steht. Okay. Tatsache, ich kann hier pennen. Cool. Ich werde dann, denke ich mal, auch bis zum Morgen schlafen. Weil hier ist die Kacke am Dampfen. Der brüllt ja auch die ganze Zeit rum. Mach hier nicht so einen Lärm. Es gibt Leute, die wollen schlafen. Alter, da ist er. Da, da. Guck ihn dir an. Lebensgefährlich. Aha. Hier werden die Rehe dann getrocknet. Okay. Ich hoffe, die sind ausgenommen, sonst faulen die. Oh, grausam. Aber gut, was willst du in so einer Welt sozusagen machen, ne? Ist das so eine Armbrust, wie ich die schon habe? Oder ist die verbessert? Nee, scheint dieselbe zu sein. Dann klaue ich mir die Pfeile, weil mitnehmen brauche ich sie ja nicht. Ist ja dieselbe, die ich habe, oder? Ja. Ja gut, sie sieht optisch leicht anders aus, aber ich denke mal nicht. Ja doch, sie ist ein ganz kleines bisschen besser tatsächlich. Die andere hat hier unten nur so einen gebogenen Schaft. Und die sieht schon ein bisschen besser aus. Aber ich glaube, das ist nur eine optische Sache. Okay.
okay, lassen wir das. Wir jagen, ne? Obwohl, wenn ich weitermache, dann verpieseln sich vielleicht die Viecher da unten. Ich schlaf einfach bis zum Morgen, auch wenn es jetzt schon hell wird, und dann werde ich zum nächsten Punkt wandern und mal gucken, was dann kommt. Ich hoffe, dann rennen die hier nicht mehr rum. Vielleicht hauen die dann ab. So, schlafen bis zum Morgen. Irgendwie bin ich jetzt davon ausgegangen, ich muss essen. Ich spiele definitiv zu viele Survival-Spiele. So, dann hoffe ich mal, dass die sich da unten jetzt verpieselt haben und ich meinen Weg weitergehen kann. Oh ne, Foto wollte ich nicht machen. Kein Foto bitte, keine Fotos. Oh fuck. Ja, okay, ich glaube mal, wenn ich die machen lasse, dann lassen die mich vielleicht auch in Ruhe. Oh, sieht das alles komisch gerade hier aus. Ist noch viel zu früh, ich bin müde. So. Ey, 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 ich werde angegriffen, ich werde angegriffen. Hau ab, hau ab, hau ab. Verschwinde. Irgendwie ausnehmen? Nee, ne? Nö, aber ich kann den Fall wieder nehmen. Geil. So. Wer bist du? Lehrmeister. Ich komme zur letzten Prüfung. Ich bin bereit. Ich habe keine Angst. Auch wenn ich mich nicht verteidigen konnte. Vergib mir, Lehrmeister. Okay. Hallo. Okay, mehr sagt er mir halt eh nicht. Also ändert sich ja so oder so nichts. Außer, dass ich jetzt in ihm drin hänge. Nein. Ach. Mensch. Dann machen wir es halt so. Er ist ja nicht tot, er ist nur K.O. Gut, also kein Boot ist ja scheiße. Ich muss aber da hinten hin. Ich glaube halt aber auch nicht, dass ich darüber schwimmen kann. Das wird doch nicht funktionieren. Hier wird mir aber ein grünes Feuer angezeigt. Ach so, das ist wahrscheinlich der Schlafplatz. Ja. Nein! Ich wurde schon wieder angespuckt. Ich renne jetzt einfach und springe und hoffe... Bin ich an der sich richtigen Seite jetzt rausgeklettert? Nee, ne? Oder? Nee, oder? Nee, leider nicht. Scheiße. Da muss ich wohl da irgendwie rüber. Also man kommt da jetzt, glaube ich, irgendwie hoch, aber wie? Ach, hier ist eine Leiter. Okay, ich trottel. Oh, das ist auch wieder so, wo ich mir denke, okay. Wer gucken kann, ist klar im Vorteil. Hier sind die Steuermänner unterwegs. Hey ho, alter Pirat, du hast da noch Reste vom Mittag im Bad. Hey ho, alter Pirat, Abendbrot ist um 5:30. Kiel holen, Kiel holen, wir müssen doch noch von ein Kiel holen. Oh Mann. Spinnen? Schlangen? Schnell weg hier. Nein! Könnt ihr mich bitte runterlassen? Hey, sieh mal, noch einer. Ich hab doch gesagt, der ist nicht allein. Also gut, lass uns das Seil durchtrennen und ihn mit dem anderen zum Lager bringen. Hey, wartet mal.
Ihr Pioniere habt schon einen. Und der hier ist unser Fang. Er wurde auf unserem Territorium erwischt. Das Netz gehört mir, also leck mich. Warum habt ihr die Falle dann auf unserem Territorium ausgelegt? Abgesehen davon habt ihr schon den Rucksack eines Eindringlings. Ich bin nach dem Rucksack getaucht, als du dich verdrückt hast. Ich hab mich verdrückt? Ihr seid Piraten, ihr habt mehr Boote. Und der hier wird dem Waldrat vorgeführt. Ihr seid alle Feiglinge. Er ist ein Eindringling, ein Feind. Bist du ein Bandit oder was? Was hat der Lehrmeister gesagt? Er hat gesagt, wir müssen anders sein. Hast du das vergessen? Bist du nicht etwas übermütig? Der Lehrmeister wollte, dass wir uns erst verteidigen. Alles andere kommt später. Habt ihr vergessen, was die Eindringlinge hier wollten? Er ist auch ein Eindringling, also muss er sterben, der die anderen nicht herbringt. Es Hi. Zuerst kommt der Waldrat. Der Rat beschließt dann, ob wir ihn töten. Ja, cool. Ihr habt euch alle umbringen lassen. Super. Also man könnte ja schon mal sagen, dass die Pioniere vielleicht halt doch nicht so verkehrt sind. Und ja. Piraten und Banditen weiß ich noch nicht. Aber die Piraten sind definitiv, glaube ich, schon mal schlechter als die Banditen. Als die Pioniere. Lassen wir das erstmal so stehen. Hey, warte mal. Wo ist denn der eine hier hin? Müssten jetzt hier nicht die... Warum sind die Leichen nicht hier? Die sind doch nicht weggelaufen, oder? Hä? Der eine hatte meinen Rucksack. Hat er gesagt. Ein Bus. Vielleicht da rein? Ist da vielleicht was Cooles drin? Hi, Bus. Alter. Ja, Fahrkartenkontrolle, bitte. Ja, danke, danke. Ja, Teddy, hast du die Fahrkarte? Ja? Nee, hast du nicht? Raus. Okay, ich drücke ein Auge zu. Aber nur, weil du ein Teddy bist, okay? Aber lass das Essen hier hinten stehen. Das gehört irgendwem. Und irgendwer raucht hier heimlich Shisha. Teddy, bist du das? Okay, mach weiter. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Okay. Solange die anderen Fahrgäste sich nicht belästigt fühlen, ist okay. Laufe ich überhaupt noch richtig? Ich muss irgendwie nach hier. Die Frage ist, wie... Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Ja. Kein Kommentar. Mann, was spuckt mich denn hier immer an? Also bist du entkommen, du Arschloch. Man muss schon sehr geschickt sein, um dem Gebieter des Waldes zu entkommen. Das bedeutet, dass du gefährlich bist. Verdammt. Verdammter Rucksack. Ich war zu gierig. Kann ich dir helfen? Tja, dann erschieß mich. Oder hau ab. Ich muss mich bereit machen. Für die letzte Prüfung. Muss dem Lehrmeister sagen, dass ich unsere Leute verteidigt habe. Dass ich mich nicht verdrückt habe. Dass ich die Mädchen nicht bedrängt habe. Lehrmeister, ich bin hier. Stirbt er jetzt? Ich würde ihm ja gerne helfen. Aber erschießen werde ich dich nicht. Ich habe den Bandit nicht erschossen, dann erschieße ich dich auch nicht. Schnell! Eugene, der Pirat, könnte noch leben. Peter, was glaubst du? Er hat einen Treffer vom Gebieter abbekommen. Vermutlich hat der Gebieter auch die Spieler drin. Im Lager gegangen, sind hergekommen. Hat alles gedauert. Na und? Wir müssen wenigstens die Leichen holen. Wenn wir das nicht machen, werden wir als Feiglinge beschimpft. Er kann leise gehen. Und wir waren abgelenkt. Ein weiterer Eindringling ging in die Falle. Und Eugene forderte vor lauter Aufregung die ganze Beute oder zumindest die Stiefel. Auch ein Eindringling? Komisch. Cool. Oder hat davon gar nicht geraten. Sie ist einmal mit uns gekommen. Naja, und? Wo ist er? Hängt er noch herum, falls der Gebieter ihn nicht erwischt hat. Noch mehr Gründe, uns zu beeilen. Ja, lasst uns einen Zahn zulegen. Ich bin aber nicht mehr da. Pech für euch. Ich gehe dann mal. Verdammt,
Scheiße, jetzt habe ich nicht mitbekommen, was mit ihm ist. Ist er nur tot? Aber selbst wenn, habe ich ihn nicht umgebracht. Es war nicht meine Schuld. Kann ich da hoch? Spring! Haha, ich verstecke mich in euren Häusern. Das habt ihr jetzt aber. Aber vielleicht gibt es da hier cooles Zeug. Weil, so wie es aussieht, habe ich ja meine Waffen trotzdem immer noch nicht. Irgendwer pfeift hier. Was ist das für eine Pfeife? Vor allem, wo ist denn der? Ich sehe das nicht. Ich hoffe, ich slide gerade einfach an dem vorbei. Vielleicht steht er ja irgendwo hier unten. Und checkt mich nicht, weil ich hier oben bin. Schöner Gedanke, doch ist es wirklich so. Wer weiß, wer weiß. Ich wollte nur behilfen. Du hast mir einmal geholfen. Bessere Armbrust. Ui. Die Hellsehen kann mit Sprengpfeilen geladen werden. Benutze sie nur in kritischen Situationen und verwende stattdessen normale Pfeile. Habe ich jetzt normale Pfeile? Wie kann ich in die Pfeile wechseln? Ja, normale Pfeile bitte. Ja. Naja, ja. Okay, aber jetzt weiß ich, wie es geht und kann die andere. Ich wäre besser hier geblieben. Ja, hier ist ja auch nichts. Also ich sehe nichts. Also, ja. Aber was mache ich jetzt? Springe ich jetzt ins Wasser? Ah, ich kann hier runter. Ein Ohrwurm, ne? Hey, ho, alter Pirat, du hast da noch Reste vom Mittag im Bad. Und wer sich dafür interessiert, von wem das Lied ist, das ist von Baumann, Bergmann, Pokinson. Und Poki ist der... Hey, wer ist da? Oh. Du verdammter Bandit! Ist einer der Macher von... Dedelic. Also zumindest... Dedelic, also... Zumindest hinter Diponia und Edna der Hauptkopf. Ja. Hey ho, alter Pirat. Och, ich habe ein Ohrwurm und Reste vom Mittag im Bahn. Was mache ich denn so? Nein! Ich bin gar nicht da. Haha. Lasst mich rein! Och, komm schon. Sei kein Schmollmund. Und wo schießen die denn auf mich? Hallo? 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 Ich muss doch dahin, oder? Ja. Wie komme ich denn da jetzt rein? Von da komme ich hinter den Zaun. Na geil, jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal zurück. Ist ja toll. Den habe ich nicht gesehen. Ich habe nur die Leiter nach unten gesehen. Ne? Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße sagt man nicht. Oh oh. Ich habe Scheiße gesagt. Finde ich jetzt hier meine Kumpelblase wieder? Aua. Bin ich jetzt tot? Die haben mich umgebracht. Ich glaub's nicht. Wo ist denn jetzt mein Ladepunkt? Oh oh. Ich habe gar nicht gecheckt, dass in meiner Nähe noch welche sind. Oder haben die mich von so weit weg erschossen? Das ist ja furchtbar. Naja, gut, okay. Die Ladezeit dauert jetzt hier eh noch ein bisschen. Dann würde ich sagen, beende ich erstmal die Folge. Ja. Wenn ihr Bock auf andere Folgen habt oder noch was nachgucken wollt, habe ich euch hier unten im Abspann die Folge verlinkt. Und also die Playlist verlinkt. Und ansonsten hoffe ich, wir hören uns vielleicht beim nächsten Mal. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Macht es gut. Tschüss.